Jo Leute, was geht? Heute haben wir mal wieder den Moshpit in externer Ansicht gespielt. In Deutsch, wenn man es so sagen will. Ich sage einfach Third-Person-Modus. Wir haben die Castoff gespielt. Sie ist sehr krank. Ich zeige es euch im Video, rede darüber. Am Ende des Videos rede ich auch nochmal über die. Und leider waren am Ende nur noch zwei Leute in der Lobby oder so. Wir waren aber auf jeden Fall auf einer 10er-Streak, aber ich konnte halt nicht so krass viele Kills machen, weil ein paar gelieft sind vom Gegnerteam so. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Es dient so dafür da, dass ich euch zeige, wie krass diese Waffe ist, ohne einen Aufsatz. Wollte ich auf jeden Fall die Tage auf das Video, wo sie auf Gold ist und wir nochmal krasse Aufsätze dafür haben, dann wird das so ein Biest werden. Und ich würde sagen, genießt das Video. So, wir gehen rein in den Third-Person-Modus mit der absolut gottlosen, schnellen Castorf 47U. Also der ADS-Speed ist wirklich so krank schnell. Und er pumpt mich erstmal weg. Und nutzt den Third-Person-Modus richtig aus. Macht ja einen auf den hier. Und da ist noch einer. Das Gefühl. Ach, gönn mir doch noch den Kill. Muss mir doch nicht klauen. Hier erstmal AFK hinstellen. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Er hat nicht einen Schuss getroffen. Weiß nicht, ob er in Panik war oder. Sein Aim heute nicht so gut war. Keine Ahnung. Natürlich genau in dem Moment eine Drohne rausgehauen, wo ich den hier gesehen habe. Du drinst dich. Gar nicht mitbekommen. Macht. Ich habe EP bekommen, ich dachte, ich habe ihn Gold. Mir macht immer noch der Third-Person-Modus mega Spaß. Oh, gerade läuft's gut. Wie toll. Ich würde jetzt ungern die Streak verlieren. Ah, wir rennen mal hier lang, in der Hoffnung, uns keiner holt. Nicht gerade einer lang gelaufen. Wir hauen mal die Konterdrohne raus. Gnadenlos, wir sind auf einer 10er Streak. Nein, warum renne ich denn da in den Spawn rein? Och man. Aber ich hätte es, glaube ich, mit. Also ich hätte es schon mit anderen Waffen geschafft. Aber diese Waffe ist wirklich krass. Probiert sie aus. Ich habe immer noch keinen einzigen Aufsatz auf dieser Waffe. Der pumpt mich weg. Und sie ist trotzdem krass. Na gut, wenn dann halt so Pump-Spieler kommen, dann kann ich nichts machen, aber. Ich kann euch diese Waffe nur empfehlen. Falls ihr so ein schneller Spieler seid, dann spielt ihr einfach. Vertraut mir. Levelt die hoch. Es wird auf jeden Fall nicht schwer sein, die hoch zu leveln, weil brauchst eigentlich gar keine Aufsätze dafür. So, einfach mal eine Semtex rein, wie immer. Und das ist auch so eine Waffe wie die AUG. Sie ist im Nahkampf krass und in Long Range. Mid Range natürlich auch so, aber alles einfach.
Haben die auch eine Konterdrohne? Okay. Bin auf einmal nicht gesehen. Konterdrohne ist. Was ist denn mit dem Aim auf einmal jetzt los? Konterdrohne ist echt nicht so geil. Okay. Pump. Warum denn aber? Kannst deine Pump leveln, alles gut, aber doch nicht in meiner Lobby, du. Oh Gott. Das war wirklich der dümmste Spielzug, der in dieser Lobby wahrscheinlich gemacht wurde. Der Typ mit seiner... Kommst du immer noch hier, oder? Ah, ne, das war der. Achso, das ist ein Verbündete. Geht doch, was war das denn für ein Gunfight? So, jetzt brauchen wir mal hier die Munitionskiste kurz. Konterdrohne ist weg. Können wir gleich unsere Drohne benutzen. Hier ist einer, oder? Jetzt ist auch Ende vom Match. Jetzt können wir langsam mal unseren VTOL benutzen. Aber wohin? Einfach mal hier auf die Stellung. Kann ja nichts passieren. Außer, dass wir keinen einzigen Kill machen. Geht doch mal raus aus der Hill-Team jetzt. Schon, ich habe jetzt keinen Bock hier schon aufzuhören. Schade. Gegnerteam hatte leider nicht so viel Bock in die Hill reinzugehen. Oder hat es nicht geschafft. Wir haben jetzt nicht so viele Kills. Aber ich finde, es war ein nices Gameplay. Und wir waren auf einer 10er-Streak. Ich habe euch mal wieder gezeigt, wie krass diese Waffe ist. Oh, perfekt, gegen zwei Leute gespielt. Kein Wunder, dass sie nicht in der Höhe waren. Und ja, war auf jeden Fall eine geile Runde. Ich weiß, ich habe es jetzt schon, weiß ich wie viel mal gesagt, aber ich kann euch zwei Waffen empfehlen, die ihr unbedingt leveln müsst. Es ist einmal diese AUG. Könnt ihr euch gerne die AUG-Videos dazu angucken. Und es ist diese Kassov. Ihr müsst dafür nur, ich glaube, die hier auf ein bestimmtes Level machen. Die hier auf Level 10, glaube ich. Und dann habt ihr die. Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber sie ist krass, wirklich. Es ist einfach nur geil. In den nächsten Videos, wie gesagt, machen wir die auf Gold. Und die Aufsätze zeige ich euch natürlich dafür die besten. Und ich würde die hier ganz gerne mal ausprobieren. Da wird auf jeden Fall auch die Tage ein Video kommen. Zu der M16. Die soll auch ganz gut sein. So One Burst kann man damit manchmal, glaube ich, geben. Mit den richtigen Aufsätzen. Werden wir auf jeden Fall auch ausprobieren. In einem nächsten Video. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr eher den Third-Person-Modus feiert. Also den Moshpit in externer Ansicht. Oder... Erstellung oder irgendwas feiert. Dann weiß ich, was ihr mehr feiert und was ich mehr in meinem Video spiele. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, euch hat das Video wie immer gefallen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.